Dirk Müller leistet sich seine eigene Meinung, wenn er über die Märkte spricht. Damit eckt er oft an, aber auseinandersetzen tut sich jeder damit. Ich freue mich über seine Denkanstöße, wenn ich mit ihm nun über seine Erwartungen für das Börsenjahr 2022 spreche. Und damit willkommen zu einem neuen Interview bei René will Rendite. Hallo Dirk. Hallo Clemens, grüße dich. Wir nähern uns ja dem Ende eines guten Börsenjahrs. Es ist ja eigentlich verrückt, dass die Märkte dort stehen, wo sie stehen, wenn man sich das alles anguckt. Lieferkettenprobleme, hohe Rohstoffpreise, unsichere Corona-Lage und trotzdem gehen die Börsen nach oben. Hätte man vor 10, 15 Jahren jemandem ein solches Szenario geschildert, das wir momentan in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, international vorfinden, und hätte den gefragt, was machen die Börsen in der Situation, dann hätten 9 von 10 gesagt, die Börsen werden extrem einbrechen, massiv unter die Räder kommen, und der 10. wird sagen, die Börsen würden nicht mehr existieren. Aber niemand hätte gesagt, die Börsen würden auf Höchstständen laufen und ohne größere Probleme von einem Höchststand zum nächsten gehen. Das hätte man vollkommen ausgeschlossen. Aber es ist genau das, was wir sehen. Das zeigt, dass die Situation zwar losgelöst ist von dem, was alle Wirtschaftswissenschaft eigentlich schreibt, wie es sein müsste, aber wie vorhin erwähnt, das ist eben Börse, das ist Wirtschaft, und da passieren eben die Dinge nicht so, wie man sie erwartet. Und deshalb, ja, es ist absolut jenseits dessen, was man erwarten müsste. Aber das heißt nicht, dass es nicht auch noch eine ganze Weile so weitergehen kann. Das kann noch Monate so weitergehen, wie es jetzt läuft. Sukzessive immer weiter nach oben, vielleicht sogar noch steiler nach oben. Aber es kann eben auch jeden Moment das passieren, was irgendwann auf jeden Fall passiert, nämlich, dass ich diese Loslösung von den realen Abläufen wieder dem annähert, wo die realen Abläufe und die realen Entwicklungen sind. Und das wird dann, je heftiger die Loslösung vorher war, umso stärker wird auch die Korrektur sein. Ja, die Börse hat noch alles korrigiert. Das ist so, das ist so. Und der alte, teure Satz an der Börse, diesmal ist alles anders, der galt eben noch nie dauerhaft. Diese Kurse werden nicht endlos steigen, und je mehr Leute auf eine Richtung positioniert sind, je extremer die Übertreibungen sind. Ich nehme gerne das Bild des Gummibandes, das kann man spannen und spannen und spannen. Und je länger und je weiter man es gespannt hat, in dem Moment, wo man es entweder loslässt oder es reißt, dann sollte man sehen, dass das Auge nicht unbedingt im Weg ist. Lass uns aufs nächste Jahr schauen. Was werden die großen Themen sein? Die großen Themen nächstes Jahr werden definitiv das Thema Inflation sein. Ich erinnere daran, dass es zu Beginn der Inflation hieß, das ist nur temporär. Ich habe damals schon gesagt, haben wir vor 1,5 Jahren gesagt, mit dem, was jetzt an Maßnahmen beschließen, werden wir eine massive Inflation bekommen. Nicht während der Pandemie, sondern dann, wenn wieder aufgemacht wird, wenn die Lockdowns enden. Genau das ist eingetreten. Das kam nicht überraschend. Das war ankündbar. Das ist eben Volkswirtschaft. Das lässt sich dann auch nicht wegdiskutieren. Diese Inflation sehen wir. Und ja, dann waren die Notenbanken zunächst überrascht. Oh, konnte man nicht ahnen, dass da Inflation... Doch, konnte man, wusste man. Und dann sagten die, na, das ist temporär. Und als sie das sagten, habe ich herzhaft gelacht. Habe gesagt, temporär ist ja auch wieder relativ. Ne? Der Zweite Weltkrieg war auch nur temporär, hat aber eine Menge Schaden angerichtet in den paar Jahren, die er getobt hat. Und ich bin gespannt, wie lange temporär und wie temporär diese Inflation sein wird und wie viel Schaden sie in der Zwischenzeit anrichtet. Jetzt rudern die Notenbanken zurück. Naja, so ganz temporär ist es nicht. Das wird wohl doch länger gehen. Konnte man aber nicht ahnen. Und ich sage, doch, konnte man ahnen. Und deshalb, die Inflation wird uns nächstes Jahr sicherlich ganz, ganz stark beschäftigen. Dann natürlich auch damit einhergehen die Frage, wie gehen die Notenbanken nun damit um? Werden sie Zinsen erhöhen? Wenn ja, wie stark? Und eins ist ja auch klar, selbst wenn die 1-2% erhöhen ihre Zinsen, dann haben wir ja trotzdem immer noch eine massiv negative Realverzinsung. Ne? Wenn eine Inflation aktuell USA 6%, hätte einem das einer vor 5 Jahren gesagt, ne? Inflation von 6%, selbst wenn die Zinsen auf 2 oder 3% erhöhen, dann haben wir immer noch eine mächtige negative Realverzinsung. Und das sieht in Europa ja nicht besser aus. Die Zahlen versuchen wir immer weiter zu tricksen und zu verschönen, aber das gelingt bei den Dimensionen, die wir haben, nur längst nicht mehr. Also es kommt bei jedem an, und ich glaube, wer mal seinen Einkaufswagen am Wochenende füllt, der weiß, dass die echte Inflation doch ein bisschen höher ist. Siehst du die Zinsanhebung als Risiko für die Märkte? Ja, da müsste man normalerweise auch hier wieder sagen, naja, alle Erfahrungen der letzten Jahrzehnte, und zwar der langen Jahrzehnte, sagt Zinserhöhungen, schlecht für die Börse. Das wird dann die Börse massiv unter Druck bringen. In dieser verrückten Welt,
Keine Ahnung. Da kann alles passieren. Man müsste sagen, ja, wenn die Zinsen erhöht werden, ab einem gewissen Renditeniveau sind schlichtweg die Unternehmensrenditen zu gering und dann müssen die entsprechend die Aktien unter Druck kommen, damit das wieder ins richtige Lot kommt. Aber in diesen verrückten Märkten, solange Leute Aktien kaufen, gehen die auch immer weiter nach oben. Deswegen, man kann leider heute sich nicht mehr zurückbeziehen auf die Erfahrungswerte, auf die Grundgesetze der Wirtschaft, sondern man muss sagen, eigentlich müsste das passieren, aber, und genauso halte ich es auch, ich erkläre das, was eigentlich passieren müsste, räume aber gleich ein, dass das nicht in Stein gemeißelt ist in diesen verrückten Zeiten. Und die Inflation könnte die Börse weiter treiben, im Sinne von, ich muss in Sachwerte gehen, um mein Geld zu schützen. Absolut. Da sagst du auch das Richtige. Viele Leute sind ja in Anleihen investiert, in Staatsanleihen, also viele große Investoren vor allem auch. Ja, und wenn man sich jetzt in einen großen Investor hineinversetzt, der dann aus den Anleihen rausgeht, weil wenn die Zinsen steigen, heißt es im Umkehrschluss, die Preise, die Kurse der Anleihen fallen. Und diese Kursverluste möchte er natürlich ungern wahrnehmen. Also wird er Anleihen verkaufen, hat jetzt das Geld rumliegen. Was macht er damit? Bei der Inflation fliegt ihm das weg, also irgendwo wieder rein. Naja, dann wird er sich vielleicht starke Aktien suchen mit Dividende, die ein bisschen ähnlich wie eine Anleihe vielleicht für ihn von der Philosophie her sind. Ja, und dann gehen die eben weiter nach oben, dann steigen die weiter an. Also in der Situation, hier ist alles möglich. Gleichzeitig, das ist angesprochen vorhin schon, wir haben die Lieferkettenengpässe, die können uns brutal in die Beine gehen. Manche Unternehmen können die Inflation problemlos wegstecken. Man schaue sich eine Amazon an. Amazon ist ein Marktplatz und naja, die verdienen prozentual an dem, was umgesetzt wird. Und ob jetzt ein Kugelschreiber, ob der jetzt für 2 Euro auf Amazon verkauft wird oder für 200 Euro, das ist Amazon vollkommen Wuppe. Sie kriegen ihre Prozente davon. Und deshalb können die müssen die Preise nicht mal anpassen, sondern die sind automatisch an der Inflation positiv beteiligt. Nun, anderen Unternehmen gelingt das weniger. Ja, man schaut sich eine Vestas an, die verkaufen ihr Windkraftrad, machen einen Vertrag, verkaufen ein Windrad und das wird dann erst ein Jahr später gebaut. Ja, in der Zwischenzeit haben sich aber vielleicht die Stahlpreise verdoppelt und sonstige Preise verdoppelt. Dem, der damals das Windrad gekauft hat, ist das vollkommen egal. Der sagt, hier Freunde, wir haben einen Vertrag, bitte liefern. Ja, und die müssen dann eben ein Jahr später zu abstrusen Preisen das Material einkaufen, das Windrad bauen. Die können das an ihre Kunden nicht weitergeben. Wir werden also hier eine große Unterscheidung an den Börsen sehen zwischen den Unternehmen, die in der Lage sind, die Inflation schnell und einfach an ihre Kunden abzuwälzen. Das gelingt im Moment vielen Unternehmen erstaunlich gut, weil eine solche große Nachfrage bei den Bürgern da ist. Durch die Lieferkettenengpässe Waren fehlen und die Leute jeden Preis bereit sind zu zahlen. Aber sowas kann natürlich auch an den Punkt kommen, wo die Menschen es einfach gar nicht mehr können, weil der Geldbeutel es nicht mehr hergibt. Und dann ist auch diese Umwälzungsmöglichkeit nicht mehr gegeben. Und dann werden wir das erleben, vor dem viele momentan Angst haben, nämlich die Stagflation, also stagnierende, vielleicht sogar schrumpfende Wirtschaft mit explodierenden Preisen. Und das ist für die Bürger die schlechteste aller Varianten, weil es heißt, im Supermarkt und das, was ich einkaufe, mein Strom, mein Gas, alles wird permanent teurer. Ja, aber die Wirtschaft selbst wächst nicht. Mein Arbeitsplatz ist vielleicht gefährdet oder mein Unternehmen kann mir auf jeden Fall diese Preiserhöhung nicht bezahlen. Das heißt, ich habe immer weniger im Geldbeutel. Gleichzeitig muss ich immer mehr bezahlen für das, was ich im Alltag brauche. Stagflation ist immer die Enteignung der Bevölkerung. Inflation wird also ein großes Thema sein. Welches Thema siehst du noch? Ganz großes Gefahrenthema für mich, China. Seit vielen Jahren ist China für mich das Thema, auf das ich immer wieder hinweise, sage, Achtung Freunde, das ist das große Damoklesschwert. Alle Probleme, alle Risiken, die wir weltweit für die Volkswirtschaften, für die Börsen haben, das sind temporäre Dinge, das sind Dinge, die sind temporär, ne? Das sind Dinge, mit denen können wir leben, mit denen können wir umgehen, die begeben mal ein kurzes Gewitter. Das ist nicht schlimm, aber achtet mir auf China. Der chinesische Immobilienmarkt ist die größte Blase der Weltwirtschaftsgeschichte und es ist nicht die Frage, ob die platzt. Die Frage ist nur, wann sie platzt. Und das kann niemand sagen, aber ich warne, wie gesagt, seit Jahren davor, darauf zu achten. Ich sage nicht, das platzt nächstes Jahr, sondern ich sage immer, schaut dahin, habt das im Blick. Seid vorsichtig und vor allem seid nervös, wenn von da die Nachrichten kommen. Und genau aus dieser Sollbruchstelle der tektonischen Platten bekommen wir seit einigen Monaten dramatische Nachrichten. Die sind mal mehr und mal weniger präsent auf den Titelseiten der Zeitschriften. Das heißt aber nicht, dass wenn sie nicht mehr auf der Titelseite sind, dass es sie nicht mehr gibt, dass sie nicht stattfinden, sondern der große Scheinwerfer ist nur derzeit nicht darauf gerichtet. Aber das brodelt weiter, die Situation
Situation um die chinesischen Immobilienmärkte und daran anhängend die komplette chinesische Wirtschaft, die komplette chinesische Volkswirtschaft und Politik und daraus natürlich wieder resultierend die Einflüsse auf unsere Börsen, auf unsere Wirtschaft sind enorm. Es geht hier um Summen, die sind für uns kaum vorstellbar. Es geht um Schieflagen, um Fehlinvestitionen, um Situationen, die wir uns mit unserem Wirtschaftsverständnis nicht ansatzweise vorstellen können. Da werden Hochhäuser gebaut, in denen ist nicht mal eine Heizung drin, auch gar nicht geplant gewesen. Da soll auch nie jemand drin wohnen. Die werden nur gebaut, um sie weiter zu verkaufen, die von Anfang an sinn- und nutzlos waren. Aber sie werden für teuer Geld gekauft, verkauft, weiterverkauft. Und ich glaube, jedem ist klar, dass sowas nicht ewig geht. Das ist ein Schneeballsystem. Schneeballsysteme können sehr lange funktionieren. Und solange sie laufen, sagt jeder, ist doch toll, geht doch, was hast du denn zu jammern? Was hast du denn, ach Blödsinn, das ist super, das ist die neue Zeit. Und man schaut sich das Schneeballsystem an und sagt, im Moment ja, aber. Und dieses Aber kommt eines Tages, im Moment sieht es aus, als würde dieses Aber jetzt kommen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was uns die nächsten Monate aus China erwartet. Jeder sagt, China hat das im Griff, die Zentralregierung wird das wunderbar managen. Ich habe da so meine Zweifel, weil in der Vergangenheit haben wir immer gesagt, Zentralregierungen, riesige, komplexe Systeme, Menschen, das geht gar nicht. Das geht nur das freie Spiel der Marktkräfte. Ja, und jetzt in China sagen wir, ein paar ältere Herren in Peking sollen das ganze Riesenreich per Zentralregierung steuern können. Eine Zeit lang sicherlich. Aber wie gesagt, wenn das Schneeballsystem endet, wird sich zeigen, ob das möglich ist. Und vielleicht gewinnen wir nochmal Zeit. Vielleicht lässt sich tatsächlich diese aktuelle extreme Krise nochmal über die Zeit retten. Dann haben wir wahrscheinlich sogar noch ein paar Jahre Zeit, bevor es wieder heiß wird. Oder es kommt jetzt tatsächlich zu dem großen Beben und dann erleben wir wirklich the big one. Das wäre dann ein Crash, den hätten wir seit Jahrzehnten in der Form nicht mehr gesehen. Die Gefahr besteht. Klar ist es noch nicht, wie das ausgeht. Das nächste Jahr wird extrem spannend diesbezüglich. Also deine Kette ist, wenn der chinesische Immobilienmarkt kollabiert, dann reißt er die Wirtschaft mit sich, weil er einen Großteil des Wirtschaftswachstums ausmacht und weil Bürger und Banken ihr Geld verlieren. Die Bürger sind zu größten Teilen, haben einen Großteil ihres Vermögens im chinesischen Immobilienmarkt, kennen fallende Preise nicht. Seit Jahrzehnten steigen die Preise in China nur an. Während man vor 20 Jahren noch gesagt hat, na, das ist ja gar kein Problem, weil die Chinesen arbeiten so mit sehr viel Eigenkapital, die haben ja gar keine Schulden. Das ist nicht mehr der Fall. Die chinesische Bevölkerung ist heute höher verschuldet als die amerikanische, Kredite aufgenommen ohne Ende. Es gibt kaum Kontrollsysteme für diese Kredite. Während man bei uns, wenn man eine Kreditkarte beantragt, dann wird man auf Bonität geprüft und dann kriegt man vielleicht 2-3 Monatsgehälter als Kreditrahmen eingeräumt. In China kann man auch 20 Monatsgehälter als Kreditrahmen bekommen und man kann auch bei 10 Banken gleichzeitig eine Kreditkarte beantragen. Die stimmen sich untereinander nicht ab. Und mit diesen Kreditkartengeldern, das nimmt man dann als Eigenkapital, mit dem man eine Immobilie kauft. Man sieht auch hier schon, es ist grotesk und aus unserer Sicht kaum vorstellbar. Und in dem Augenblick, wo diese Immobilienpreise einfach nur nicht mehr steigen und ich mir damit mit den steigenden Preisen meine Kredite nicht refinanzieren kann, komme ich in Schwierigkeiten. Und das trifft nicht nur einzelne Chinesen, das trifft breite Massen der Bevölkerung und zwar vor allem die Mittelschicht. Und jetzt kommen wir auf den alten Spruch eines französischen Politikers, der vor vielen Jahren sagte, Revolutionen gehen nie von denen aus, die ohnehin nichts zu verlieren haben, sondern immer dann, wenn die Mittelschicht um ihre Existenz fürchtet. Und würden die chinesischen Immobilienpreise auf breiter Front unter Druck kommen über einen längeren Zeitraum, da reden wir jetzt mal über ein halbes Jahr, ja, dann würde die chinesische Mittelschicht größte Sorgen, und zwar zu Recht, um ihre wirtschaftliche Existenz haben. Und das hätte durchaus Revolutionspotenzial in China. Auch hier kann man den nächsten Satz rausgehen. In der Vergangenheit haben gerade autoritäre Regime, wenn es innenpolitisch heiß wurde, oftmals den Feind im Äußeren gesucht und äußere Konflikte, Kriege vom Zaun gebrochen, um innenpolitisch wieder Ruhe zu gewinnen. Das ist ein altbewährtes Prinzip. Also auch das ist durchaus eine Gefahr, siehe Taiwan etc. Also wenn der chinesische Immobilienmarkt wackelt, da hängt viel mehr dran als nur ein bisschen chinesisches Immobiliengeld. Die einzelnen chinesischen Immobilienentwickler sind hoch vernetzt und verwoben mit der Wirtschaft. Die sind dann teilweise auch Autohersteller, Pharmaproduzent, Chiphersteller, alles in einer Firma mit unterschiedlichen Töchtern. Da blickt kein Mensch mehr durch, wem da eigentlich was gehört, wer wem was schuldet, wer welche Kredite wem gegeben hat. Solange alles rund läuft, ist es ja auch kein Problem.
Nur in dem Moment, wenn abgerechnet wird, dann wird es zum Problem. Man weiß nämlich nicht, wer wird in deinen Abgrund gezogen, wer wird denn als nächstes pleite gehen. So kam jetzt durch die Pleite von Evergrande, dem Immobilienentwickler, die Autofirma auch unter Probleme, die unter dem gleichen Dach fungiert, weil man der auch nicht mehr traute, die Rechnungen zu bezahlen. Also da deckt eins das andere. Naja, und unsere Wirtschaft hängt ja massiv von der chinesischen ab, einerseits von den Lieferungen aller möglichen Gegenstände. Und wir sehen, dass bei uns nichts läuft, wenn irgendein Zulieferteil aus China fehlt. Und auf der anderen Seite natürlich auch, was die Wirtschaft angeht. China alleine war oder ist aktuell für 30% des weltweiten Wachstums zuständig. Wenn die also ein Problem bekommen, dann haben wir ein richtiges. Aber nochmal, das ist eine Gefahr von vielen. Das heißt nicht, dass das unbedingt im nächsten Jahr so kommen muss, aber wir müssen es im Blick haben. Und vor allem müssen wir sehr, sehr genau die Nachrichten beobachten und sie dann, wenn sie kommen, auch richtig einordnen. Dazu muss ich aber das Bild verstehen. Wie hängt es zusammen? Was sind denn die Risiken? Warum ist das gefährlich? Und dann kann ich die Nachrichten, die dann in den folgenden Monaten kommen, auch vernünftig einsortieren und sagen, okay, die Situation entwickelt sich in diese Richtung oder es wird ruhiger. Man kann sich da mehr entspannen. Deshalb, für nächstes Jahr ist verdammt viel drin in beide Richtungen. Malst du da nicht etwas sehr schwarz? Der Markt ist doch recht entspannt, was China angeht, wenn man auf die Kurse guckt. Ja, aber das ist etwas, was wir ja seit vielen, vielen Jahren sehen, dass der Markt da nicht mehr unbedingt der Gradmesser für Risiken und Gefahren ist. Ich darf daran erinnern, wir hatten 2008, als wir die Lehman-Krise hatten, da hatten wir schon lange vorher, war klar, was da auf uns zukommt. 2007 war sag ich um Gottes Willen, Bärenberg nicht, Bear Stearns in Schwierigkeiten, Bärenberg war nicht in Schwierigkeiten, nein. Bear Stearns war in Schwierigkeiten. Die ersten Konstrukte platzten Anfang 2008. Da war denen, die sich damit auskannten, vollkommen klar, was da passiert. Und trotzdem hat es den Markt überhaupt nicht groß interessiert. Und man sagte, ach, was soll denn passieren? Die Notenbanken, ihr wisst doch, die werden noch nie eine große amerikanische Bank pleite gehen lassen. Und plötzlich war Lehman nicht mehr da und das Erwachen war ein großes. Die Märkte haben das vollkommen ignoriert über Monate, obwohl es offensichtlich war. Das gleiche auch 2020. Wir haben im Dezember die Bilder aus China gesehen, was das Virus angeht. Wir haben gesehen, dass große amerikanische Konzerne im Dezember ihre Mitarbeiter abgezogen haben. Wir haben im Januar die Bilder gesehen, als das Virus hier rüberkam. Es war vollkommen klar, dass das hier zuschlägt. Ich selbst war ab Januar in der selbstgewählten Quarantäne oder mich zurück im persönlichen Lockdown, wenn man so möchte, wurde damals verspottet, weil ich gesagt habe, da kommt ein Riesending auf uns zu, was das Virus angeht. Ich habe keine Ahnung, wie gefährlich, aber das wird heftig. Ich gehe in den privaten Lockdown, wurde damals ein bisschen belächelt, weil ich Veranstaltungen abgesagt habe. Ich habe gesagt, ich bin mal vorsichtig. Ihr werdet schon noch wissen, was ich meine. Und es war absehbar, die Märkte hat es nicht interessiert. Die waren auch von einem Hoch zum nächsten bis in den Februar und plötzlich waren sie überrascht. Och, das Virus konnte man nicht ahnen. Doch, doch, das konnte man schon ahnen. Nur man hat sich daran gewöhnt, dass doch nichts passieren kann. Es ist doch alles schon gut. Ja, und plötzlich sind wir 30% tiefer innerhalb von wenigen Wochen. Deshalb die Börsen als Gradmesser für Risiko zu nehmen. Früher hätte ich gesagt, ja. Die Börse handelt die Zukunft. Heute sage ich nein, das ist nicht mehr der Fall. Dazu muss man sagen, dass ganz viele von denen, die heute an der Börse aktiv sind, auch und gerade im professionellen Bereich, die 10 Jahre Börsenerfahrung haben, haben noch nie einen richtigen Crash erlebt. Die sind nach Lehman, nach 2008, 2009 überhaupt an die Börse gekommen, sind seit 10, 11 Jahren dabei. Und seitdem geht es nur nach oben. Die können sich gar nicht vorstellen, dass Märkte auch mal richtig unter Druck kommen können, und zwar länger als nur über 2 Wochen. Und deshalb sind die da sehr, sehr, ach, was soll denn? Das ist doch noch nie, na, zu ihren Arbeitszeiten war dem so. Aber auch hier gilt das Gummiband, je länger es gespannt wird, umso heftiger schnallt es zurück. Und wir spannen das jetzt schon über 10 Jahre. Also die Börsen unterschätzen das Thema. Das wird definitiv unterschätzt. Das heißt nicht, dass diese Unterschätzung am Ende nicht auch gewürdigt wird, dass die gut geht. Das Gummiband kann sich ja noch weiter spannen, dann war ja alles richtig. Aber man sollte es realistisch einschätzen und sagen, kann gut gehen, kann schief gehen, ich muss es beobachten. Du hattest ja mal in einem anderen Interview gesagt, dass du deinen Fonds genau für dieses chinesische Risiko aufgesetzt hast. Absolut. Und deshalb waren wir auch nach wie vor, auch im letzten Jahr, extrem vorsichtig und bekommen im Moment und im letzten Jahr zu Recht die Kritik zu sagen, was macht ihr da? Wieso geht es? Es geht nach oben, ihr seid nicht dabei. Vollkommen berechtigt. Aber die Hintergründe sind eben, dass wir sind auf dieses China-Thema vorbereitet und sagen, ich habe letztes Jahr schon gesagt, das Virusthema. Das ist nicht das, auf was wir gewartet haben. Das ist jetzt möglicherweise ein Intubator für das chinesische Problem. Aber das ist das eigentliche Damoklesschwert. Und solange das nicht gelöst ist, solange sind wir extrem vorsichtig. Und das war natürlich jetzt im Nachgang.
Wenn man sich die letzten Monate anschaut, das Gummiband immer weiter gespannt wurde, war das die falsche Entscheidung, hätten wir voll ins Risiko gehen müssen. Aber nochmal, wir sind eben auf dieses Risiko ausgerichtet und auf dieses Risiko vorbereitet. Und deshalb haben wir uns dafür entschieden, das Risiko nicht zu gehen. War im Nachhinein ein Fehler, aber das weißt du eben erst im Nachhinein. Ne? Und deswegen achten wir sehr genau, was in China passiert. Sollte sich das Thema tatsächlich beruhigen und wir die Nachrichten bekommen, dass das tatsächlich im Griff ist, dann haben wir auch wirklich dieses Damoklesschwert für eine Weile Ruhe, können auch mehr Gas geben, weil dann sagen wir, okay, jetzt ist so viel an dieser Sollbruchstelle passiert, die Spannungen haben sich jetzt erstmal abgebaut, das ist wie bei dem San Francisco Beben, man weiß, die Spannungen bauen sich immer stärker auf, warnt davor, jetzt rumpelt es genau an der Stelle und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder daraus entstehen so Big One oder es beruhigt sich wieder und dann weiß man, jetzt hat sich auch Spannung abgebaut. Das Problem besteht noch, aber jetzt ist es nicht mehr akut, jetzt können wir mehr Gas geben. Und so werden wir es auch handhaben. Bisher hatten wir unsere guten Gründe, warum wir so extrem vorsichtig waren. Wie gesagt, im Rückblick war es ein Fehler, gar keine Frage. Aber wir werden jetzt mit China sehen, ob es richtig war, konservativ dran zu gehen und weiter vorsichtig zu sein oder ob wir umschalten müssen und müssen mehr Gas geben, wenn sich dieses große Problem beruhigt hat. An welchen Nachrichten oder Kennzahlen würdest du denn festmachen, dass sich das Problem gelöst hat? Also man wird es dann sehen an den Maßnahmen der chinesischen Regierung, man wird es sehen an Unterstützung für den Immobilienmarkt, man wird es sehen an den Immobilienpreisen, an den Immobilienverkäufen. Wenn dieser Immobilienmarkt wieder anzieht und sich auf breiter Front beruhigt, daran wird man vieles festmachen können. Es ist sicherlich nicht innerhalb von einer Meldung festgemacht, ach, jetzt ist ja alles gut, genauso wie nicht mit einer Entwicklung plötzlich was Schlimmes passiert. Auch es war bei Lehman so, das war letztes Jahr mit dem Virusausbruch so, es war 1929 so, es war oder in der Japan-Krise Ende der 80er. Anfangs geht das sehr langsam und plötzlich sehr schnell. Das heißt so schön an der Börse, pleite geht man erst langsam und dann ganz schnell. Siehst du neben den Risiken auf dem chinesischen Immobilienmarkt noch ein anderes Thema, was gerade unterschätzt wird? Für mich ist das Thema für das nächste Jahr und vor allem für die Jahre danach das Thema Metaverse. Ich glaube, das wird bisher vollkommen unterschätzt, welche Chancen da drin bestehen für die Börsen, für die Konzerne, für die Unternehmen, für die Gesellschaft. Risiken ebenfalls natürlich, große Gefahren für uns als freie Gesellschaft. Aber es wird erstmal ein Riesenhype werden. Das ist für mich das Thema. Und ich setze mal einen drauf und sage, das Thema Metaverse wird in den nächsten Jahren die gleiche Dimension annehmen wie das Internet der Dinge oder vielleicht sogar wie das Internet selbst. Es wird die Weiterentwicklung des Internets sein in den dreidimensionalen Raum. Und es wird dazu führen, dass ein großer Teil der Gesellschaft weltweit sein Leben in den digitalen Raum verlagert und zwar wesentlich stärker, als das heute der Fall ist, mit Geschäftsmodellen, die wir uns noch gar nicht vorstellen können, mit komplexen Veränderungen unseres Gesellschaftssystems und mit Milliardenumsätzen, man kann die Zahl gar nicht groß genug nehmen, die in diesem Segment digital erzeugt werden. Also dieses Thema ist extrem spannend, wird meiner Einschätzung nach vollkommen unterschätzt derzeit und dass Facebook den Konzern umbenannt hat in Meta, das sollte ein Fanal sein. Das machen die nicht als Gag. Da hängt so viel Geld hinten dran, weil es unglaubliche Summen zu verdienen gibt und unglaublich viel Macht damit einhergeht. Metaverse wird das spannende Thema der nächsten Jahre sein und ich freue mich auch darüber, viel machen zu können. Wo sollen diese Milliardenumsätze herkommen, von denen du sprichst? Viele können sich heute nicht vorstellen, wie viel Geld die Menschen ausgeben, um Dinge zu besitzen, die überhaupt nicht in der realen Welt existieren. Wir sehen es bei Computerspielen bereits seit Jahren, dass Menschen in diesen Computerspielen, sogenannte In-App-Käufe, In-Game-Käufe, sehr viel reales Geld ausgeben, von ihrer Kreditkarte abbuchen lassen, um Gegenstände innerhalb des Spiels zu erwerben, um ihre Spielfigur mit anderen Dingen auszustatten. Das sind manchmal Waffen, das sind Rüstungsgegenstände, Dinge, die die Spielfigur besser werden lassen. Aber manchmal einfach nur dekorative Dinge oder meine Figur kann plötzlich etwas mehr oder ist für andere schöner anzusehen und dafür geben die Leute Geld aus. Wenn wir unser reales Leben mit einer dreidimensionalen Brille ins Virtuelle verlagern und wer das mal ausprobiert hat, mit dem, was wir heute schon an Technik haben, wer mal eine Oculus Rift ausprobiert hat, und das ist noch nicht die modernste Technologie, bei weitem nicht, wie man dann innerhalb von Sekunden in eine virtuelle Welt kommt, die so real wirkt, in der man sich sofort so zu Hause fühlt, in der man sich bewegen kann, als wäre man in der echten Welt.
Der weiß, was dort möglich ist, wenn dort jetzt Milliardensummen investiert werden, diese Welten zu entwickeln, diese Optik zu entwickeln, Erlebnisräume zu schaffen. Man wird sich, so wie wir heute schon digitale Arbeitsplätze haben oder wenn wir Zoom-Konferenzen, Telekonferenzen machen, die werden in diesen digitalen Räumen stattfinden. Man wird sich in einem digitalen Raum mit seinen Kollegen treffen, mit deren zunächst mit deren Avataren, also deren Comicfiguren, wenn man so möchte. Und die werden aber sehr schnell, sehr bald als die realen Abbilder meiner selbst nachgebildet, sodass eine digitale Version von mir sich in diesem Raum bewegt und es für mich so aussieht, als wäre mein Freund wirklich hier in diesem Raum mit dabei oder mein Kollege und wir sitzen dann an einem gemeinsamen Konferenztisch und es fühlt sich mehr oder weniger real an, nur der sitzt nicht wirklich mit am Tisch, sondern sitzt in New York, Tokio oder sonst irgendwo und wir können miteinander diskutieren, unsere Sachen austauschen, können gemeinsam Papier auf den Tisch legen. Vieles wird dort möglich sein. Das natürlich auch im Erotiksegment, das im Beziehungsmanagement, das in dem alltäglichen Leben, dass man sein virtuelles Haus verlassen kann, plötzlich durch eine virtuelle Stadt geht und in ein virtuelles Einkaufshaus, Einkaufsgebäude geht und dort Gegenstände kaufen kann. Einerseits ganz real, die dann mit UPS oder wie auch immer an die reale Haustür geliefert werden, aber auch vor allem digitale Gegenstände, die meiner digitalen Figur angezogen werden, sodass die anderen, die mir in dieser virtuellen Welt begegnen, sehen, was ich für tolle Kleidung anhabe oder die mich in meinem virtuellen Zuhause besuchen und mich bewundern für die tollen Gemälde, die nie existieren, die nur virtuell existieren, an meinen Wänden hängen. Und wer nicht glaubt, dass die Menschen dafür bereit sind, Geld auszugeben, der schaue sich vor wenigen Tagen den Verkauf von sogenannten Non-Fungible Tokens, NFTs, bei Disney an. Disney hat gerade Kunstwerke, also digitale Comicfiguren verkauft, die man überhaupt nicht besitzen, nicht ausliefern lassen kann, die man nicht anfassen kann, die auch jeder anschauen kann. Nur den virtuellen, ja, ideellen Besitz daran, den konnte man erwerben und das war innerhalb von wenigen Minuten mit riesigen Summen ausverkauft. Also die Menschen sind bereit, für so etwas Geld auszugeben, weil am Ende spielt es für die Psychologie keine Rolle, ob man mich bewundert, weil ich der bin, der hier die Sneakers anhat, oder ob man meinen virtuellen Avatar bewundert, der diese Sneakers anhat. Das Prinzip der Psychologie ist das gleiche. Je mehr Zeit wir in dieser virtuellen Welt mit anderen Menschen verbringen, umso größerer Anteil meines Lebens wird das, umso mehr Geld werde ich dort ausgeben. Welche Summen dort umgesetzt werden können, kann man sich ansatzweise vorstellen. Vor allem aber auch, was heißt das für die Umwelt, wenn viele Sneakers nicht mehr im Realen hergestellt werden, sondern im Digitalen für digitale Avatare. Es wird spannend. Du sagst es. Dirk, vielen Dank. Ich danke dir, Clemens.